So, vor dem Lauf, vom Finale, vor dem Lauf dürfen Reifen genommen werden. Also wir fahren ja sowieso Einheitsreifen und hier darf er sich Reifen raussuchen. So, also nochmal, wir dürfen hier 3 Sätze im Finale fahren und dann können da 3 Sätze können neu, 3 Sätze können neu, 3 gebraucht. Oder verwendet werden. Aber man darf nur so viel Reifen mitnehmen, wie man auch Bons hat. Ja, ich höre dich, ich habe die Hörer noch nicht gehört. So, und ihr seht, zur Kommunikation haben wir hier schön ein Headset, dass sie miteinander kommunizieren können. Und man darf im Finale 3 Satz Reifen mitnehmen. Und wenn man noch einen Coupon übrig hat, also wenn man genug Reifen vorher bestellt hat, kannst du auch neue nehmen, 3 Satz neue. Du musst aber vorher die Reifen auch bestellt haben. Ansonsten hast du Pech gehabt. Ansonsten musst du alte Reifen nehmen. Also du kannst jetzt 3 Satz neue nehmen oder 3 gebrauchte. Jetzt sind neue drauf. Er hätte aber auch gebrauchte nehmen können. Hier übrigens Schnellwechsel. Von die Ärgerts sind mit Riemen, das ist fett machen. So, Schnellwechsel, damit geht der Reifenwechsel schnell und man muss nicht mehr mit dem Schraubendreher schrauben. So, hier geht's gleich los mit dem Start. Wir sind jetzt noch bei den Startvorbereitungen. Geht's jetzt hier auf die Startbox. So, dann werden die Motoren warm laufen gelassen, damit sie eine gewisse Temperatur haben. Jetzt wird's hier laut. Und ihr seht, hier hinten stehen schon alle bereit, alle haben ihre Reifen drauf und die Touren werden warm laufen gelassen. Ja, und dann geht es hier rum zur Startposition. Und zwar stehen hier die Boxenhelfer, also die Mechaniker, wo dann praktisch nachgetankt wird in der Boxengasse und auch Reifenwechsel gemacht wird. Und dort oben stehen die Fahrer. Und man muss hier über den Balken sein, um einen Reifenwechsel zu machen oder eben um den Tank zu füllen. Ja, da steht jetzt ein Fahrzeug im Weg. So, das wird jetzt hier auch nachgetankt. Aber wir sind jetzt hier noch in der Vorbereitungszeit. Ja, die Fahrer haben vor dem Lauf immer noch Vorbereitungszeit und können ihre Fahrzeuge einrollen lassen. Aber das ist noch ganz gemütlich, bis der Rennleiter zum Start aufruft. Dort hinten hat jemand seine Startnummer vergessen. Der muss die jetzt noch dran kleben und dann geht's weiter. Weil man muss hier natürlich die richtige Startnummer drauf haben. Ansonsten geht's nicht an den Start. So, wie rum man tankt, ist eigentlich egal. Hauptsache, das Fahrzeug ist hinter der Linie. Das ist ganz wichtig. So, hier geht's jetzt weiter. Kommt wieder einer rein. Hier waren sie nochmal tanken. Und der Rennleiter gibt hier schon, wartet hier schon. Es geht jetzt hier gleich in die Startausstellung. Alle nochmal schnell zum Tanken. Also nochmal tanken und dann in die Startausstellung für alle. Yeah.
die Startaufstellung, ja, immer versetzt, ihr seht, immer so 2 Meter entfernt. Geht hier einmal in die Kurve rein und schauen wir uns das mal an. Fahrzeuge müssen bei 4 Sekunden abgestellt werden. Und dann geht's los. Ja, man muss natürlich hier eine saubere Linie finden. Gerade im hinteren Feld kann das immer mal crashen. Und jetzt die Helfer schnell zurück. Die Helfer schnell zurück. Hier vorne kommt schon die Nummer 1, 2 und 3. Ja, das geht natürlich. Und da hat schon einer, sitzt schon einer im Gras. So, Felix da vorne in Führung. Hat sich schon mal absetzen können. Das müsste hier der, ich bin mir nicht sicher. Geht schon mal recht eng zu hier. Ah, hier wird im Nebenplatz. Es geht ja immerhin um den Sieg beim Deutschlandcup. Letztes Jahr hat ein Holländer gewonnen. Schön sauber. Und da Fehler. Und der nächste kommt rein und dann Abflug. Hat da ihn erwischt und dann leider Abflug. Und hier, nächster. Warum ist da kein Helfer? Alle durch. Nächster. Da ist ganz schön durcheinander gegangen alles. Und hier, kaputt. Nee, Karosse. Die Karosse klemmt da vorne. Aber ganz ungefährdet hier an der Spitze. War hier. Felix Setzer, kein Problem für ihn. Er führt hier ganz locker das Feld an. Auto liegt aber auch wirklich im Brett hier. Da hinten einer im Gras gestanden. Mal sehen, wie er so vorbeikommt. Da müsste eigentlich der Rennleiter was sagen. Schön sauber. Und hier wird geschraubt. Das war jetzt hier. Müsste der Eilers gewesen sein, Herr Henrik. Etwas technische Probleme. Wird gleich nachgetankt, damit man sich einen Boxenstopp wenigstens erspart. Und dann geht's weiter. Ja, das kann halt passieren. Aber wir haben hier, ich glaube, eine halbe Stunde Fahrzeit. Da kann schon einiges passieren. Aber irgendwas scheint dann doch irgendwie kaputt zu sein, weil das Auto liegt nicht. Und da, die Führung, ich glaube, der Führende ist gerade vorbei. Ja, der Felix ist hier. Und wir haben hier, bestimmt 3 Minuten, 4 Minuten Fahrzeit. Der Führende. Ja, du darfst mir hier natürlich keine Schwächen erlauben. Ich würde sagen, wir warten jetzt hier mal auf die ersten Boxenstopps. Der Felix ist immer noch in Führung. Da ist der Führende. Mal sehen, wann jetzt hier die ersten Boxenstopps losgehen. Die werden wir uns mal noch angucken. Vielleicht können wir auch noch einen Reifenwechsel mitverfolgen. Ich glaube, hier kommt schon der erste Boxenstopp.
kommt der nächste. Jetzt sehen wir hier mal mehr. Ja, einfach reingetankt und fertig. Vorsicht, wenn der nächste kommt, da wird es unten. Da. Da macht sich der Hartmut bereit. Hier, Fahrzeug kommt. Stau in der Boxengasse. Das war mal Stau in der Boxengasse. Da brauchst du einen Helfer. Nächsten Boxenstopp. Felix. Hier. Felix kommt rein. Geht schnell wieder raus. Dort muss einer. Hier, dort seht ihr das vielleicht. Oh, ich würde sagen, die Kerze in Weimar. Ja, hier wird die Kerze gewechselt. Ja, man sollte immer eine Ersatzkerze bei haben. Nummer 2, dafür Runde. Danke. Das machen die mit Absicht, ne? Das ist geil, also. Ja. Ja, manchmal liegt es halt nicht, aber das Problem haben wir alle mal, dass die Motoren nicht starten. Vielleicht ist auch euer Tank leer. Auspuff wird zugehalten. Ja, und die hinten werden schon Reifen gewechselt, wie es aussieht hier. Oh, das sollte natürlich nicht passieren, dass man da aneckt in der Hinsicht. Dann kommt der nächste. Der hat schon einen kleinen Fauxpas. Da kommt jetzt der nächste. Oh, was macht denn er jetzt hier? Das sollte man eigentlich nicht machen hier. Karosserie. Da auch. Irgendwas, oh, da läuft aber der Sprit raus. Und hier tankt man auch nach, wie dort hinten. Ja, das sind immer die heißesten Szenen hier, wenn man hier dann tanken beobachtet. Nachtanken nicht vergessen. Marus, bitte nochmal durch die Boxengasse wegen Abkürzen durch Strecke. Oh. Ja, da muss noch mal einer durch die Boxengasse fahren. Der hat ja wirklich ein bisschen abgekürzt. Zwar ist das jetzt von nachher, aber man muss es trotzdem machen. Wie gesagt, der hat ja das Stückchen abgekürzt. Ich dachte vielleicht, das hat keiner gesehen, aber die Rennleitung passt hier gut auf. Ende gerade. Hier werden jetzt Reifen gewechselt. Dank Schnellwechsel funktioniert das doch wunderbar. Und hier zeigt er uns, wie das noch schneller geht. Gleich zwei mit einmal. Wie gesagt, Motor sollte am besten anbleiben. Dann geht er so natürlich noch besser. Ja, er muss jetzt hier nach. Und schon geht's weiter. Er muss jetzt hier nochmal den Motor starten, was natürlich nicht so schön ist, weil manchmal, wenn die zu heiß sind, dann starten die nicht mehr. Oder zumindest ist es viel, viel schlechter. Kopf Nummer 9, bitte einmal durch die Boxengasse. Gut, ja, auf Vorweise. Jetzt einer durch die Boxengasse. 9, einmal durch. Dankeschön. Und da hinten.
Reifen wechseln. Na, man kann keine Hände essen. Wahnsinn, wie die Fahrzeuge hier um sich kurz. Das ist hier der Felix, der führt und ist auf 1. Dort seht ihr die Boxengasser. Jetzt geht's hier zurück und dann seht ihr mal, wie schnell das hier um die Kurve geht. Boah, eigentlich mit Vollgas, aber... Ja, dann nochmal gerettet. Eigentlich mit Vollgas, hat er selber gesagt. Aber ihr seht, wie knapp das ist. Wird nachgetankt. Jetzt wird es eng, jetzt muss er hier überholen. Boah, sauber. So, den nächsten. Ah, Wahnsinn, was er hier hinlegt. Ah, sieht so aus, als ob er hier den deutschen Meister sind, beziehungsweise den deutschen Cup gewinnen kann. Geht schön innen vorbei. Und dort oben seht ihr den Fahrerstand. Und dort stehen dann die Fahrer. Und da unten, wie gesagt, die Helfer für den Boxenstopp. Und hier ist nochmal eine ganz andere Perspektive. Oh, wenn er so runter rennt, fährt, meine ich. So, das hier ist jetzt, glaube ich, wirklich der Felix. Ja, da um die Kurve fährt, ist schon nicht schlecht. Da kommt der nächste rein. Das muss der Kai sein. Oh, Vorsicht, der. Oh. Oh, ja, ja, ja. Und da sollte es gekrächt haben. Unfall, ein paar Teile liegen rum. Oh oh, nicht schön. Oh, hier sieht man, wie es hier gerade runter geht. Ich hoffe, man kann was sehen. Ins Infield rein. Wie der runterknallt. Schauen wir uns mal den Blauen hier an. Ah, der hat schon ein paar Probleme gehabt. Wahrscheinlich immer noch, so wie es sich anhört. Ah, man hört es. Der ist eindeutig zu langsam. Muss ich hier seinen Konkurrenten geschlagen geben. Hier, der Felix geht am nächsten vorbei. Führt hier relativ, kann man sagen, ungefährdet. Wenn hier nichts mehr passiert seinerseits, kein Fahrfehler, kein technischen Defekt, sollte er den Titel holen. Da geht's in die Boxengasse, nachtanken und dann kommen sie gemeinsam wieder raus, aber Felix hat ein paar Runden Vorsprung. Und hier wird das Ganze überwacht von den Zeitnehmern. Wir sehen hier die Zeiten, die übernehmen die Zeitnahme, wird über ein Transponder-Signal übertragen und geht dann hier zu den Rechnern. Ja. Und von den Rechnern aus wird das dann ausgewertet, der Rennablauf.
und wird angezeigt an den Monitoren. Am Schluss habt ihr hier eine Auswertung, entweder Vorlauf, Finale, halt je nachdem. Ihr könnt natürlich auch Trainingszeiten, aber in den kleinen Modellen da sind kleine Transponder drin. Hier ist die Schleife und immer wenn ein Fahrzeug über die Schleife fährt, dann gibt es ein Signal. Ja, und so wird das dann gezählt und am Ende gibt es ein Rennergebnis und dann steht der Sieger fest, gerade im Finale, wenn 45 Minuten gefahren wird, wer die meisten Runden gefahren hat, der hat natürlich auch gewonnen am Ende. Dann gibt es den nächsten Boxenstopp. Hier wird gerade repariert. Oh, man sieht hier. Und hier kommt der nächste zum Tanken. Der muss gestartet werden. Er kommt jetzt zum Tanken. Gerade hier vom Haus. Er ist wieder reingekommen. Und hier nochmal das Zahnrad wechseln. Mal hier von oben die Perspektive. Irgendwas funktioniert hier nicht bei ihm, wie ihr seht. Oh, eigentlich darf man da nichts machen. Nummer 6, ab 400. Und hier kommt der Felix, ja, der immer noch das Feld anführt. Ja, jetzt kommt er hier rein. Ganz entspannt. Einfach einen Sicherheitsstopp eingelegt, damit er nicht mit leerem Tank stehen bleibt und der Motor ausgeht. Da geht man einfach sicher, macht man einfach zur Sicherheit. Lieber einmal zu viel tanken, gerade mit dem Vorsprung, hier geht der nächste tanken. Beziehungsweise Pause wird gemacht, bisschen kontrolliert, bisschen nachgedrückt. Ich hätte ja nachgetankt jetzt an der Stelle, wenn ich sowieso da bin. Irgendwas stimmt hier nicht, wahrscheinlich krumm das Auto oder irgendwas getroffen. Wie gesagt, ich würde jetzt nochmal nachtanken, eigentlich an der Stelle, aber wird er hier nicht, hat er jetzt gesagt. Macht er nicht. So, dort der nächste, der nachtankt. Jetzt kommt nochmal die Sonne raus. So, letztes Jahr, letzte Minute läuft. Das sieht ja hier super wunderbar aus. Wo ist der Führende? Hier ist der Führende. Der Felix, der hier das Ding wahrscheinlich nach Hause fährt. Super. Gucken wir mal auf die Zeit. Der Felix will das Ding hier nach Hause fahren vor dem Muscle Trip und dem Film Post-Surfer.